Und schließlich noch eine andere Gefahr, der auch die Eigenarbeit ausgesetzt ist, nämlich, dass sie verwechselt wird mit Schattenarbeit. Und auf diese Arbeit, die Ivan Illich Schattenarbeit genannt hat, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit ganz besonders richten. Die nimmt in unserem Leben immer mehr zu. Einerseits werden wir ja jetzt wieder auch also Lohnarbeitszeit verlängert bekommen, das zeichnet sich ja ab, die Lebensarbeitszeit wird mehr, aber was vor allem unmerklich zunimmt, ist der Wust von Schattenarbeit, den wir zu verrichten haben. Schattenarbeit ist unbezahlte Arbeit, die verrichtet werden muss, um wertdefiziente Waren oder Dienstleistungen so aufzubessern, dass sie überhaupt brauchbar wird. Also das, was Sie im Supermarkt kaufen, ist kein Gebrauchsgut. Damit können Sie nichts machen. Sie müssen alles sozusagen erst einmal in die Brauchbarkeit überführen und diese Arbeit, die dazu notwendig ist, um Dienstleistungen oder Waren zur Brauchbarkeit zu verhelfen, die nennt Illich Schattenarbeit. Er schreibt, Schattenarbeit wird geleistet von dem Konsumenten, insbesondere im konsumierenden Haushalt. Als Schattenarbeit bezeichne ich all jene Tätigkeiten, durch die der Verbraucher gekaufte Waren in ein nutzbares Gut umwandelt. Schattenarbeit umfasst die Zeit und Mühe, die wir aufwenden müssen, um der gekauften Ware jenen Wert hinzuzufügen, ohne den sie für den Gebrauch untauglich wäre. Schattenarbeit leisten wir besonders im Dienstleistungssektor. Denken Sie an die Schularbeitenhilfe für Kinder, an den Transport der Kinder zu den zahlreichen nachmittäglichen Förderungsveranstaltungen oder Vergnügungsanstalten. Denken Sie an die Heimwerkerei des IKEA-Kunden, das Warten im Sprechzimmer des Arztes, den Gang zur Berufsberatung, die therapeutischen Maßnahmen, die notwendig werden, damit Kinder und Erwachsene ihren institutionellen Alltag überhaupt überstehen können. Die Wartung des Autos, das Pendeln zum Arbeitsplatz, die Bedienung des häuslichen Maschinenparks, die Mülltrennung und so weiter und so weiter und so weiter. Heute müssen Sie der Telekom Ihren Konkurrenzkampf zu führen helfen, dadurch, dass Sie penible Preisvergleiche von morgens bis abends, eine Wissenschaft des Preisvergleichs einüben. Sie müssen bei der Bahn, wenn Sie eine Fahrkarte lösen, das Internet abklappern, damit Sie sie selber lösen. Sie müssen sozusagen alles, was Ihnen an Waren angeboten wird, was Sie reklamieren wollen, versuchen Sie mal ein Gut, das Sie irgendwie fälschlicherweise gekauft haben, zu reklamieren. Das kostet Sie Tage Arbeit.